herzlich willkommen zu einem weiteren Daily Vlog. Es ist Freitag. Ich muss mich beeilen, weil ich mit meinem Vater zum Sushi-Essen verabredet bin. Aber ich wollte noch meine Tasche hier ablegen, weil ich brauche das ganze Zeug nicht. Der Plan für heute ist, danach werde ich schneiden und danach weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall werde ich jetzt mit meinem Vater Sushi essen gehen. Also mein Vater ist schon da, aber ich muss da jetzt noch ganz schnell hinfahren. Ich hatte gerade eben Schule aus. Mein Adventskalender, der übrigens da steht. Den werde ich dann nachher öffnen. Bis dann. So. Ich bin wieder home. Wer mir auf Snapchat folgt, hat gesehen, dass ich... Der hat gesehen, dass wir nicht Sushi essen waren. Der Grund ist, da die Sushi-Dings... Die hatte... Geschlossen hatte sie nicht. Sie hatte... Da war kein Platz mehr frei. Und deswegen sind wir dann dahin gegangen, wo ich letzte Woche schon war. Also an dem Freitag, an dem ich keine Schule hatte. Und da habe ich fast dasselbe gegessen wie letztes Mal. Eine Brezel. Also eine Butter... Also letztes Mal hatte ich ein Croissant. Dieses Mal hatte ich eine Butterbrezel und nochmal so einen Joghurt mit anderen Früchten, aber diesmal. Ich werde jetzt das Video schneiden. Und dann nachher gehe ich zu meiner... Mutter. Und dann... Ja, dann weiß ich auch nicht weiter. Aber auf jeden Fall werde ich jetzt hier erstmal schneiden. Und ich glaube, ihr seht eine kleine Timelapse aus dem Fenster. So, ich bin jetzt fertig mit dem Schnitt. Das Video braucht eine Stunde 20 zum Rendern. Ich verstehe nicht, warum das so lange dauert. Ich verstehe es einfach nicht. Ergibt für mich keinen Sinn. Warte, ich bin ein bisschen kleiner. Ich mache euch ein bisschen runter. So. Ich darf meinen Adventskalender aufmachen. Stimmt. Dann gehe ich zu meiner Mutter, weil ich glaube, die ist gerade zu Hause. Warte, bis das Video fertig gerendert hat. Ist sein Tun 11. Dann komme ich wieder hierher, lade das Video hoch. Und das wird cool, glaube ich. Morgen gehe ich mit meiner Mutter zu Freunden. Die wohnen ein bisschen weiter weg, aber die haben ein Pferd. Ich glaube, die haben sogar zwei Pferde oder so. Und dann gehen wir reiten. Und ich weiß nicht, ob es ein paar von euch kennen. Eins meiner allerersten Instagram-Bilder reite ich. Also da sitze ich halt auf einem Pferd. Ich kann nicht wirklich reiten. Ich bin aber auch nicht der Schlechteste. Also ich bin kein Anfänger. Da freue ich mich übertrieben drauf, weil ich bin Ewigkeiten nicht geritten. Und ich glaube, das wird richtig cool. Und genau, ich habe vorhin ein Instagram-Bild hochgeladen, was ich gestern Abend, glaube ich, auf Snapchat hochgeladen habe. Was mir aber so gut gefallen hat, dass ich es jetzt auf Instagram hochgeladen habe. Also, schaut da vorbei. Ich glaube, ich habe jetzt in 3 Tagen 3 Fotos, Videos hochgeladen auf Instagram. Also bin ich wieder aktiver ein bisschen, so, kann man so sagen. Also folgt mir da auf jeden Fall. Mein Instagram-Name ist hier unten. Und ich habe im letzten Video für euch aus, also das, was hier bei mir gerade rendert, habe ich ja gesagt, dass... Da habe ich ja gesagt, dass das... dass ich am 24. Dezember, also an Weihnachten, die 20.000 Abonnenten knacke auf Instagram. Und es hat sich jetzt schon um einen Tag verschoben. Also jetzt ist es schon am 23. Und das finde ich ziemlich cool. Also das ist... Es geht voran. Ja, das Video rendert. Ich fahre jetzt... Ah nee, Adventskalender-Time. Adventskalender-Time! Merry little Christmas. So wie ihr es gerade seht. Was? Okay. Das Video, ich habe jetzt einfach hier gewartet, bis das Video fertig mit Rendern ist. Das war es jetzt gerade. Und es lädt jetzt auch schon hoch. Es ist schon zu 6% online. Schaut euch an. Mit diesem Klick veröffentliche ich es. Peng. Das Video lädt jetzt noch ein bisschen hoch. Und ich gehe jetzt zu meiner Mutter. Und der Sonnenuntergang war heute nicht so schön. Ihr habt ja vielleicht in der Timelapse gesehen, dass die Wolken zugezogen sind. So, ich bin inzwischen bei meiner Mutter. Es ist schon etwas später. Wir haben 7:15. Tim ist noch gekommen mit einem Freund.
Also wir haben einfach noch ein bisschen gechillt. Und was gibt es noch großartig zu sagen? Ich darf die Nummer 9 aufmachen. Und zwar sind es 3 Schokobonbons. Und ich habe gerade auf Twitter gesehen, dass ich schon ultra viele Logos von euch bekommen habe. Und das finde ich richtig cool. Also wirklich, das ist stark, wie viele von euch das so gut können. Es haben jetzt viele zwar einen Banner geschickt, aber ihr könnt mir wirklich gerne mal eine Endcard. Also wenn ihr Lust habt, ihr könnt mir gerne mal eine Endcard, neuen Banner und... Also ihr könnt mir gerne mal eine Endcard, einen neuen Banner oder vielleicht wirklich ein Logo, was man dann mal auf T-Shirts oder Pullis draufdrucken kann, wo nicht unbedingt einfach nur Ben steht, weil ich glaube, nicht so viele wollen einen Pulli tragen, wo Ben draufsteht. Und wenn, würde da was richtig, richtig Cooles kommen. Aber schickt mir gerne mal eure Logos, eure Ideen und ja, das fände ich cool. Ich mache mir jetzt Essen, also was heißt, ich mache mir Essen? Ich mache mir ein Müsli, aber nicht, wie ihr jetzt wahrscheinlich denkt, ein Joghurt, sondern ich mache mir ein Müsli. So, also ich mache dann immer so ein bisschen von diesem Schokomüsli rein und dann noch normale Haferflocken dazu, weil mir ist es sonst zu süß. Das werde ich jetzt essen und ich glaube, an der Stelle beende ich einfach mal diesen heutigen Vlog. Er war ziemlich kurz, glaube ich. Ziemlich kurz. Ich habe heute nichts gemacht. Ich weiß nicht mal, wie ich das Video nennen soll. Ich nenne es Video einfach. Ben isst auch normales Müsli. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt es mir auf jeden Fall mit einer positiven Bewertung. Schaut auch unten in die Videobeschreibung, da sind die ganzen Links zu meinen Social Media Plattformen. Schickt mir, wenn ihr irgendwelche coolen Logo-Designs habt, schickt mir die per Twitter. Der Name steht hier gerade, genau gleich heiße ich auch auf Instagram. Sonst ist auch nochmal der Link unten in der Videobeschreibung. Einfach draufklicken und abonnieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich in einem anderen Video wieder. Bis dann. Tschüss.